Hi Leute, hier ist Leingemeins und ich begrüße euch herzlich zum nächsten Teil von Let's Play Dirt 3 und wir machen weiter mit unserer Dirt-Tour. Es bringt eh nichts, wenn ich nie mehr Fragen mache, deswegen machen wir einfach nur Nein. Und ja, wir sind hier bei der letzten Saison. Muss ich mal gucken, wo wir denn waren. Ja, wir wollten mit dem Finanzer Global Legends weitermachen, haben glaube ich hier Monster Energy Drink Dings alles fertig gehabt. Der Finale leider als Zweiter, aber kommen ist auch okay so. Und ja, es wird natürlich immer schwerer, deswegen verständlich auch. Und ja, wir können weiter mal oben mal mit einem Gymkhana wieder oder hier, was gibt's noch so? Ja, das haben wir noch alles nicht. Ich würde sagen, wir machen einfach mal mit dem Gymkhana. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal Gymkhana gefahren sind. Dreimal 1 Minute 30 stehen uns bevor. Wir nehmen hier den den Ford Fiesta Gymkhana 3, würde ich sagen. Und dann geht's schon gleich los. Ich muss noch kurz gucken, ich glaube Handbremse war die Leertaste. Und so, ja. Ich bin etwas länger wieder nicht gefahren, 3-4 Wochen her. Aber okay. So. Gasbremse, bla bla bla, ist okay. Dein Auto ist perfekt auf das Gymkhana Event vorbereitet. Du auch? Na klar bin ich perfekt auf das Gymkhana-Event vorbereitet, deswegen geht es auch gleich los, hoffe ich, und wir machen hoffentlich ordentlichen Score. So, da sehen wir uns auch nochmal, ja, hier mit Smith Optics. Schöner, sonniger Tag hier, wo auch immer, LA Kolosseum, stimmt was. Scheiße, das ist die Handbremse. Wartet mal. Machen wir nochmal neu starten. Ich glaube, ich habe sogar auf Q die Handbremse. Wie auch immer auf Q, aber ich habe sie auf Q. Geiler Donut, gell? So, hier erstmal rum. Ah ja, komm, immerhin ein Drift. Machen wir mal hier. Das war kein Drift, scheiße. Und jetzt hier in die Spin-Zone rein. Ja, komm, das ist ein Spin, Kollege. Hallo, ich mach da jetzt hier einen Spin. Ja, jetzt geht's. Super. Und weiter. Na, jetzt muss man eigentlich, scheiße, nicht gegen die Wand fahren, sondern... Ja, so, hier rum. Und dann, scheiße, nicht gehen, wieder gegen den Posten. Eieiei, wo ich auch immer lang fahre hier. Das kann nochmal ganz gut. So, komm. Drift, ja, so. Nee, irgendwie mal nicht so. Und es hängt und hängt und hängt und hängt. Was ist denn los? Und jetzt komm hier. Spin. Ich brauche nochmal 1000 Punkte. Es sind nur 1000 Punkte auf Platz 4. Scheiße. Ja, den haben wir noch. Ah, Platz 4. Naja, okay. Nicht gerade das Beste, aber immerhin. Platz 4. So, dann gucken wir mal, dass wir nächstes Mal mehr Punkte machen und dann in der Gesamtwertung höher aufsteigen. Also weiter und nicht gegen die Wand fahren. So, gleiches Stadion? Nee, nicht ganz. Nicht ganz. So, dann würde ich sagen, starten wir. Und es geht schon los. Wir stehen wieder hier. Startposition. Ja, scheiße, ich habe gerade wieder gedacht, mit W fahren wir. Dann wollen wir nochmal neu anfangen. Die paar Sekunden, ach komm, die paar Sekunden sind jetzt auch scheißegal. So, es läuft besser. Ich musste kurz mal ein bisschen was runterstellen. Ich weiß jetzt nicht, was ich da runtergestellt habe. Ich glaube irgendwas mit Spiegelung und so ein Zeug. Was ja jetzt eh nicht unbedingt das Wichtigste ist. Weil so sieht das Spiel ja auch noch gut aus. Also ich habe jetzt nicht dieses Problem. Gerade, ja, komm, jetzt hier mal volle Driftpunktzahl. Nein, leider nicht. Und jetzt hier, schöner Airjump. Ja, wunderbar. Und dann auch da ist die Driftzone. Ja, kommt voll durchgedriftet. Und jetzt ab in den Donut. Schade, mit leider einem Crash. So 3000 Punkte beim Smash. Und jetzt Donut. Na komm, mach den Donut voll. Ja, super. So, wo geht's weiter? Was gibt's hier noch alles davon? Machen wir nochmal einen Sprung. Dann hoffentlich zweifache Punktzahl.
Ja, naja, nicht ganz. Nochmal hier, oh, 5000 Punkte Drift. 4000er Drift. Jetzt kommt wahrscheinlich, das hatten wir schon. Ja, das hatten wir auch schon, aber egal. Und ein Drift dadurch, ja. So, jetzt nochmal hier in die Spin-Zone mit uns rein. Spin, dreh dich. Ich sehe nicht, wo wir sind. Und wir smashen gerade mal hier die Blocks weg. Und machen hier nochmal einen eleganten Donut. Donut, lecker Donut. Und haben jetzt zweifache Punktzahl und wieder nur einfache Punktzahl. Schade. Oh nein, nur Vierter. So knapp. Nur 20.000 Punkte hätten uns noch gefehlt. Naja, nur, aber die macht man halt schnell. Weißt du, wenn du nur so einen Donut machst, kriegst du gleich 10.000 und dann... Ja. Nach zwei Donuts schon die 20.000, aber okay, dann geht halt gleich weiter mit dem nächsten. Wir hoffen, dass wir da mal eine bessere Platzierung als den vierten Platz wieder kriegen. Erster wäre natürlich ganz geil. So. Jetzt ist hier so mit, starten wir wieder in der Mitte? Oder wie ist es jetzt? Ach, geil, wir gucken einfach. Ist ja auch jetzt nicht so wichtig, wo wir starten. Aber vielleicht ganz cool, wenn man so irgendwo direkt rein... Ach ne, wir starten wieder von hier oben. Okay, wir fahren erstmal geradeaus, dann in, durch den LKW einen Drift durch. Das erstmal smash, smash. Ah, Mann, das wollte ich verhindern, aber es hat nicht geklappt. Da machen wir gerade fest. Eigentlich sollte es ja so eine elegante Combo immer sein, also immer so ein elegantes nacheinander gefahren. Das heißt, du fährst von dem einen Punkt zum nächsten und dann zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Und immer so weiter, aber... Schade. Komm, nochmal ein Sprung. Und jetzt mal einen Mega-Donut. Boah, geil, ein Block gesmashed. Ja, komm, Donut fertig. Fertig ist der Donut. Komm, 20.000. Yeah. Nein. Jetzt komm. Ich fahre einfach weiter, bis es wieder anfängt. Jetzt fang an, Spin, damit ich noch die doppelte Punktzahl krieg. Ja. Oh yeah. 50.000 wird schwer. Ah, der dritte Platz. Am Ende hoffentlich der dritte Platz dann. Das war der Hammer. Das muss die ganze Welt sehen. Ja, das muss die ganze Welt sehen. Verbreitet. Die ganze Welt muss sehen, habt ihr es gehört? Ja, naja, okay, die ganze Welt sollte es nicht unbedingt sehen, wie ich jetzt hier meinen Gymkhana dahin gelegt habe. So interessant ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht gewesen. Wenn nicht der erste Platz, aber es muss ja nicht immer der erste Platz sein. Aber beim Gymkhana ist es generell etwas schwerer. So, wo sind wir hier? Ich glaube, da kann ich mich auch dran erinnern, dass wir... Ja. Ja, immer noch im Kolosseum, aber das ist wieder so eine andere Position. Okay, starten. Ich denke immer, mit WASD fährt man. Los geht's. Wow. Hier kommt erstmal ein Donut. Bei dem wir dann rausfahren zum nächsten Donut. Mit einem kurzen Smash zwischendrin. Und Airtime. Spin, doppelte Punktzahl. Donut, nein. Scheiße, das war Zeitverlust. Und komm, Punkte. Oh, scheiße, da bin ich raus. Gegen dreifache Punktzahl hätte ich auch nichts. Schade. Ich wollte mal gucken, ob ich mit dem Drift jetzt hier mal was ordentlich an Punkten machen kann. Wir smashen einfach mal erstmal alle Blocks hier weg. Da kriegen wir nämlich ordentlich Punkte, ohne irgendwie schwer hier uns zu arbeiten. Ach, da ist ja der Donut-Pfosten. Den wir gerade noch
da getroffen haben, so. Unterm LKW durch. Ja, da kann man easy drift gute Punkte machen. So, 189.000 Punkte. Smash noch. Ah, scheiße. Die paar Punkte wenigstens noch. Schade. Aber wieder der dritte Platz. Und jetzt geht's an die Endwertung. Und komm. Du hast der Konkurrenz eine Lektion erteilt. Ja, immerhin der dritte Platz, obwohl wir dann 22 Punkte mit dem Ruben Martinez hatten. Deswegen hat er auch noch den dritten Platz. Der vierte Platz ist weg, aber geil. Immerhin der dritte, nicht der vierte, wie am Anfang erst erwartet. So, und wie viele Punkte wir kriegen, sehen wir gleich. Ich habe gar nicht so auf diese den Rufbonus so geachtet. Aber können wir ja gleich mal gucken. Wenn es dann nicht mal fertig geladen hat, und da hat es fertig geladen, und da sehen wir es. 3000, und nur zurückblenden. Ach stimmt, die haben wir ja auch noch. Aber die brauchen wir ja nicht beim Gymkhana, ich weiß nicht, ne. So, dann steht als nächstes Rally, Land Rush, Rally Cross zur Verfügung. Dann haben wir hier dreimal das und das. Heute lieber Land Rush. Land Rush bin ich schlechter. Ja, machen wir heute mal etwas, wo ich etwas, ja, vielleicht weniger Punkte kriege. Ich nehme lieber die Trucks. Hier den. Und ja, heute vielleicht etwas weniger Punkte als, ja, sonst halt immer meistens die anderen Rennen, da bin ich ja eher besser. Aber bei Gymkhana, Land Rush sind eher die Sachen, wo ich immer, ja, halt, wo ich noch nicht so gut bin, wo ich halt noch nicht der Beste drin bin. Aber, ja, gut. Dann ist halt dieser Teil mal eher geprägt von zweiten, dritten und vierten Plätzen. Aber macht ja nichts. Wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir auch einen guten Platz hier beim Land Rush. Wir werden mal gucken. Denk nicht mehr ans letzte Regenrennen. Das Auto ist für diese Bedingungen abgestimmt. Entspann dich und bleib so gut es geht auf der Ideallinie. Ja, mach ich. So. Dann würde ich sagen, wir modifizieren eh nichts mehr am Auto und starten gleich. Wie viele Runden geht's? 8 Runden. Na, das sieht aber viel aus. Und los geht's. Ich weiß nicht, wie lang die sind. Wahrscheinlich sind sie relativ kurz. Aber mal gucken. So, erstmal hier durchs Wasser durch. Sprung, Kurve links. Und da, ja, das kenne ich. Da fliegt man leicht oben raus. Ich hasse Land Rush, muss ich sagen. Ja, die Strecke kenne ich. Ja, die ist grauenvoll. Und mal erstmal zurücksetzen. Da habe ich, genau, da weiß ich noch, da habe ich ganz viele Zurücksetzer verwendet. Und dann, ja, habe ich am Ende keine mehr gehabt und bräuchte immer noch mehr und mehr. So. Bleiben wir mal schön hier an dem Hintermann, an dem, Vordermann dran, nicht am Hintermann dran bleiben. Schon wieder ein Dreher. Ich fahre jetzt einfach mal weiter, weil wir haben eh 8 Runden, also von daher ist da noch genug Platz zum Aufholen da. Aber die Runden sind jetzt auch nicht wirklich die längsten, wahrscheinlich das nächste Rennen hat dann längere Runden. So. Nicht da rausfliegen, scheiße, hier komme ich immer ins Schleudern. So, da sind wir aufgekommen, geradeaus, oh ja, ja, Unfall, ja, das ist doch meine Chance hier wieder Plätze gut zu machen. Schade, leider nur der dritte Platz und nicht, wir hätten fast noch den zweiten Platz, beziehungsweise den ersten Platz uns holen können, aber der Esteban Fernandez war natürlich noch besser. Aber er hat keinen großen Vorsprung zu uns, aber leider haben wir auch nicht großen Vorsprung zum Hintermann. So, können deswegen so ein bisschen sicherer fühlen. Naja gut, aber immerhin mehr als wir nach hier vorne haben. So, der fliegt erstmal raus. Zumindest sieht so aus. Und ja, ich hasse diese Kurve, weil ich ja immer total langsam durchfahre. Oh, jetzt habe ich außerdem Aufnahme unterbrochen, sorry. So, aber ich wollte gerade mal zurückgucken und bei Need for Speed Most Wanted habe ich Ende für zurückgucken, aber hier habe ich Ende für Aufnahme starten und beenden und deswegen, ja. So, was hat, macht der denn da? Ich weiß gar nicht, ob uns, wahrscheinlich sehen unsere Vorderreifen nach irgendwie den 8 Runden wahrscheinlich nur noch total für den Arsch aus. Da ist wahrscheinlich nur noch die Felge übrig, wie sonst meistens immer der Fall ist. Aber hier links sieht noch alles ganz gut aus. Aber ich verstehe nicht, wie in so kurzer Zeit so eine Felge komplett, wie so ein Reifen komplett abgefahren werden kann. Ist schon übel, aber okay. So, das war ganz elegant. Und weiter geht's wieder mit einer Linkskurve. So. So langsam merkt man sich die Strecke, aber ich kenne die ja eigentlich schon so ganz gut. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier fahren. Die Strecke sind wir ja, glaube ich, schon 3-4 Mal gefahren. So, jetzt ist er kaputt, der eine Typ, der da vorne so rumgeschlichen ist und den wir eben überholt haben. Ihm hätte eh nichts mehr gebracht, weil er wird eh nicht mehr auf einen besseren Platz kommen. Er hat schon ziemlich einen Rückstand gehabt.
deswegen soll er ruhig aussetzen. Das war gut gerade hier aufgesetzt, muss ich sagen. Beziehungsweise ein so ein guter Sprung. So, hier links, rechts, links, so war das. So, Zwischenzeit 2 Minuten 41 sind wir nur auf der Bahn, auf der Strecke, haben schon 6 Runden gleich geschafft. So, das klappt eigentlich ganz gut, der Landrush. Ich dachte erst, oh ja, das wäre total scheiße, aber ja, mal gucken, ist ja noch nicht, leider nicht das Ende des Rennens. So, die Kurve ist jetzt eigentlich auch im Moment ganz gut von mir gemeistert. Der Sprung geht auch eigentlich relativ gerade. Wir verziehen nicht so, das heißt also, wir stehen am Ende in der Luft, stellen wir uns nicht irgendwie quer und dann, ja, geht es mal geradeaus hier, was auch immer der Kran alles hier machen muss. Die Strecke, müssen die Strecke aufmachen, die Strecke ist doch bestimmt schon fest installiert, bis auf ein paar Änderungen, die halt immer vornehmen können, aber gut. So, hier links wieder die Kurve, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden sind jetzt vergangen, seitdem wir die Runde hier. Ja, wir können ja mal gucken, was unsere Rundenzeit ist. Wir haben leider noch keine. Wahrscheinlich haben wir schon mal hier Personal Best aufgestellt, um den Schlüssel zu übertreffen. Ist wahrscheinlich nicht so einfach. Ah, okay, das ist, jetzt wird eh nicht mehr Personal Best, weil wir wohl gegengefahren sind. Das hat schon wieder zu viele Sekunden, Millisekunden gekostet. Bestzeit. Ah, das war unsere Bestzeit in der Runde, okay. Dann probieren wir jetzt noch eine bessere Bestzeit. 32 Sekunden ist unsere Bestzeit bei der Runde gewesen. Wir fahren jetzt die letzte Runde. Ob wir jetzt noch eine schnellere Rundenzeit kriegen, weiß ich nicht. Aber 32,5 ist unsere beste Bestzeit bis jetzt gewesen. Okay, das wird keine bessere mehr. Und doch, vielleicht zurücksetzen, habe ich total vergessen gerade. Haben wir gerade unser Dings da hinten drauf verloren? Ah ne, das sieht immer so aus. Hey, nein, da haben wir doch so ein Schutzdings verloren auf der rechten Seite des. So, und dann zurücksetzen und unsere Motorhaube ist schon etwas eingedellt. So, unsere Vorderreifen sind auf jeden Fall noch da. Nicht die Felgen, sondern wirklich die ganzen, die kompletten Reifen. Wir haben jetzt noch 5 Sekunden, um noch eine bessere Zeit aufzustellen. Jetzt noch 4, 2. Ja, komm durch, komm durch! Ja, bessere Bestzeit. 31 Sekunden 8,6 haben wir jetzt gerade gefahren. Und jetzt haben wir auch Platz 1 hier erreicht. Super, jetzt geht's noch mit dem nächsten Rennen weiter. Und dann hoffen wir, dass wir da natürlich auch eine super Zeit hinlegen. Wir können ja mal gucken, ob wir jetzt noch mal... Ja. Ja, gucken wir halt.